Willkommen zurück. Wir sind wieder bei Foundry. Schön, dass ihr dabei seid. Wir machen jetzt weiter hier mit der Produktion. Machen wir Maschinenteile. Jetzt, oder besser gesagt die, aber wir wollen jetzt die anderen Teile produzieren, um letztendlich zu denen hinzukommen. Die Maschinenteile kommen jetzt. Genau. Und das ist Schaltträger. 5 Sekunden hergestellt. Da steht aber auch nie bei, was die machen, ne? Ich vermute mal einfach, dass es ein verbesserter Schmiede ist, aber ich weiß es nicht. Braucht auf jeden Fall ein Niederspannungsnetz, braucht Beton, können wir jetzt eh noch nicht machen. Beton kommen wir noch zu, noch sind wir nicht so weit. Wir brauchen jetzt erstmal, genau, und die Maschinenteile waren nochmal plan. Gut. Das heißt, wir müssen hier erstmal nochmal einen zerkleinerer bauen. Den Zerkleunerer, den haben wir. Wo ist er denn nochmal? Da. Der muss erstmal hier hin, damit er es wieder zuerst macht. Jetzt werden wir den hier abzwacken. Okay. Ich glaube, ich baue zu vielen jetzt vollkommen ran. Aber gut, wir können es nicht ändern. Der Zerkleinerer ist da. Sehr schön. Ah, ich bin überlegen, ob ich das ein bisschen Abstand bauen soll. Das könnte ich ja irgendwann, obwohl das müsste noch gehen. Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Lader. Warum auch immer wir einen über haben. Habe ich irgendwo einen aus Versehen abgebaut oder so? Nee, ne? Nö, sonst könnt ihr hier nicht produzieren. Ist voll? Nö. Er hat Materialmangel, okay. Das wird noch alles voll, keine Sorge. Hier, kommt den erstmal rein. Und ich glaube, wir werden das hier an der Seite abzwangen. So, das heißt, wir ziehen den einmal so, machen hier ein Köpfchen und einmal darüber. Kann der nämlich schon mal arbeiten. Du sollst daraus wieder ganz normal Erz machen. Das Lager dürfte leer laufen. Ja. Dann kommt hier wieder eine Schmiede hin. Ich glaube, die haben wir noch einstecken. Ja. Den mal wieder zwei davon. Das kennen wir schon. Einmal mehr hier ran. Dann machen wir da ran. Ganz schöner Aufwand hier teilweise, ne? Den haben wir irgendwie voll ins Stadion. Das ist ja genauso. So, der dürfte, naja, jetzt dürfte er, genau, schmelzen. Das geht dann erstmal wieder in ein Lager, das haben wir nicht mehr. Brauchen wir aber einmal kurz Platz. Kann ich das da noch mit rein? Sollst du es da reinpacken, nicht rausnehmen. Verdammt. Ich kriege es auch nicht rein, oder? Ah, doch, doch, doch. Schön. Gut, wir müssen einmal rüber. So, erstmal Biomasse rein. Das Ding ist voll. Den hier auch nochmal rein. Ein paar Rohre rein. Nicht alle jetzt. Drei nehmen wir mal wieder raus. Ja, jetzt sollte es passen. So, wir brauchen das Ding. Oh, er hat auch eine neue Quest, die gute. Wir gucken sofort. Hallo, mein Freund. Ulumit? Das ist Ulumit. Richtig. Dieser Mond wurde von der Foundry-Initiative nicht nur deswegen ausgewählt, weil er reich an Mineralien ist, sondern auch wegen einer flüssigen Ressource namens Ulumit. Diese klebrige Flüssigkeit kann zu verschiedenen chemischen Produkten raffiniert werden, die wir benötigen. Wir sollten etwas davon finden und an die Oberfläche befördern. Okay. Dann müssen wir aber erstmal rausfinden, wie, ne? Eins nach dem anderen. Soweit sind wir ja noch nicht. Jetzt erstmal hier. Schöne gute Lager hin. Den brauchen wir noch einmal zwei hiervon. Das ist so übelst übertrieben.
Ah, aber ehrlich übertrieben. Schön. So, den einmal da durchziehen. Dann müsste das ja auch reinlaufen, sobald wir es auf Output stellen. Ja, okay, läuft die Platte noch rein. Dann brauchen wir wieder einen Fertiger, der daraus Maschinenteile macht, ne? Die machen wir hier zwar auch schon, aber die gehen ja hier rein. Ich muss mal kurz googeln. Ja, die Maschinenteile brauchen wir nämlich nochmal extra, genau. Dann kommt hier wieder so ein Schmuckstück hin. Jo, das haut schon hin. Ich glaube, hier müssen wir gleich Platten weiterbauen. So. Der würde denn wieder so direkt hier nehmen. Ist das so richtig? Ja. Den brauchen wir definitiv nochmal zwei Lader. Dann müssen wir das Ganze nochmal extra für Platten nachher machen. Ah, das passt schon. So, der wird da rankommen. Output. So, du machst dann raus wieder Maschinenteile. Kennen wir jetzt schon mal entfernt. Genau, hier würde dann nochmal ein Lager hinkommen. Und dann müssen wir jetzt mal das andere aufbauen. Den fertigen muss denn. Ey, warte mal, die Maschinenteile, die hier rauskommen. Da, Lager ja. Müssen ja in das Endprodukt, wo die auch rein müssen. Das heißt, das Lager müsste hier hin. Das ist ja das Endprodukt. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir aber auch kein Lager mehr über. Ne? Jetzt haben wir, glaube ich, alle, die wir über hatten, verbraucht. Ja. Haben wir. Okay, dann müssen wir ein neues bauen. Schon lange nicht mehr vorgekommen. Die sind... Und wir haben mittlerweile auch die großen Logistik-Container. Bleiben aber bei den kleinen erstmal. Geben wir her hier. Der müsste da hin. So ist richtig. Dann machen wir nochmal zwei von denen. Ja, dann können wir den Dreck hier so reinlaufen lassen. Von der Mitte raus. Wunderbar. So, Output. Genau, darum die Maschinenteile. Die kann dann hier erstmal einlagern. Dann haben wir nämlich schon mal beides. Die und Maschinenteile. Jetzt müssen wir das gleiche nochmal aufbauen. Natürlich mit den normalen Platten. Mal ein bisschen breiter von beschenkt werden. Und wir dann letztendlich draus Stufe 2 Fließbänder machen. Problem ist, dass hier unter, glaube ich, das Mineralgestein ist. Ne? Ah, müssen wir mal gucken. Ich weiß eh noch nicht so ganz, wie ich das an die Oberfläche kriegen soll. Wir haben ja noch keine Fahrstühle, nix. Und vor allen Dingen Forschung müsste ich mal gucken. Da wird ganz viel gießen. So, wo denn mal? Da müssen wir natürlich hin. So, Abbaukraft 1. Das ist alles für unterirdisch, ne? Das braucht ja auch schon die Dreier, also. Ermöglicht Bohrungen und Sprengungen in tieferen unterirdischen Schichten und damit den Zugang bis zu dato unreichbaren Ressourcen. Ja gut, so weit sind wir noch nicht. Abbaueffizienz, da bräuchten wir auch schon das. Erhöht die Ressourcenausgabe von Abbaumaschinen um 10% pro Stufe. Extra Gegenstände schöpfen die Ader nicht leer. Ah, aber gut, das können wir auch noch nicht. Hier, Basis Ulumitverarbeitung, da ist es ja. Da brauchen wir auch schon die. Wir müssen unbedingt Forschungspaket 3 Forschung fertig machen. Auswahllader. Ein Lader, der auf einen bestimmten Gegenstand hin geeicht wird. Und dann nur solche Gegenstände bewegt. Ah, das heißt, wenn man jetzt mehrere verschiedene Produkte auf einem Fließband hat, kann der das sortieren sozusagen. Bringt uns alles so jetzt aber nichts. Würde ich sagen, machen wir erstmal die Deko weiter. Wir müssen die Dreier aufbauen, eins nach dem anderen. Wir müssen jetzt erstmal was hier machen. Wir brauchen hier jetzt nur Platten.
Das ist eins der kleinerer Schmiede, direkt vorne ein Lager. Gut, zerkleinerer, das ist der hier. Ach, wie haut das hier noch hin? Hier ist ein Tor. Haut das hier überhaupt noch hin? Naja, können wir direkt dann vorbei. So, dann machen wir zwei davon. Der eine muss hier ran. Der andere muss den da ran. Ah, das kriegen wir in einem Moment. Zack. Hobel. Zack. Das mich direkt rein. Dann kann der hier auch direkt jetzt draus machen. Den müsste das Ganze aber noch einmal eine Schmiede, die wir aber eigentlich noch über haben. Warte mal, und zwar die hier. Gut, die brauchen wir hier eigentlich auch nicht mehr. Die kannst du auch gleich mal mitnehmen. Weil die sind ja eh nicht mehr angeschlossen. So, dann hau da ran. Den sammeln wir dahin, den sammeln wir dahin. Zack. Jo, der nimmt seine Arbeit auf. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Den brauchen wir jetzt eigentlich nur noch. Hier fließt man vorbei. Direkt hier zum Endlager hin, wo wir denn die eigentliche Produktion aufbauen können. Jojo, Lager müssen wir bauen. Die haben wir nicht mehr. Doch. Schön. Bip. Ah, ich glaube, hier ist so einiges möglich. Ne? Nur, dass es eine Weile dauert. Der kommt hier hin. Der kommt da hin. Fließwand ran. Output. So, dann gehen hier die Platten rein. Sehr schön. Und hier müssen wir dann rein theoretisch nur einen Fertiger hinstellen, ungefähr auf gleiche Höhe wie der. Müsste passen. Wenn dann alle symmetrisch stehen. Der dann daraus die guten, schönen Stufe 2 Fließbänder macht. Boah, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ungefähr auf diese Höhe. Zimmer mal hin. Den brauchen wir jetzt, den guten Fertiger. Der ist jetzt. Gute Frage. Da. Forschung, alte Büromöbel abgeschlossen. Passt das so? Hier ist schon richtig. Aber der muss ja schon symmetrisch stehen. Da müsste er so hin. Aber so steht er gerade, ne? Jojo, jetzt müssen auf jeden Fall alle drei Sachen hier rein. Wir brauchen also 6 Lader. Mal gucken. Das erste müsste... falsch rum, ne? Habt ihr immer noch da, ne? Oder? Ne, der steht richtig rum. Okay. Der müsste da ran, der müsste hier ran, der müsste hier ran. Umgekehrt. Okay, hier hinstellen kann ich nicht. Oder? Doch. Das müsste hier ran, genau. Das müsste denn da ran? Nein. Der müsste schon hier ran. Okay, aber gut, wir haben hier auch genug Platz, ne? Weil der müsste auf jeden Fall da ran. Aber
Der müsste hier rein, der müsste dann dem rein. Den bauen wir einmal um. Und zimmern den hier ran. Den bauen wir auch einmal um. Und zimmern den hier ran. So, das Holz. Der geht von hier nach da. Der geht definitiv von da nach da. Und den können wir dann einfach von hier nach da. Das Ganze muss nur im Output. So, und dann müsste er die Dinger jetzt ohne Probleme herstellen können. Weil er alles reinkriegt, ne? Nein! Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Ich dödel. Dabei habe ich da extra geguckt. Habe ich da jetzt verguckt? Ich habe doch extra geguckt. Das sind nicht die Platten, die er braucht, sondern die elektronischen Komponenten. Stimmt ja. Aber so in etwa soll das ablaufen. Alles gut und schön, nur hier die Platten sind verkehrt. Mal nix. Die elektronischen Komponenten. Warte. Boah. Damit dann nicht noch mehr durchläuft. Das ist ja schon richtig mit Zerkleinern und so Kram. Bloß anstatt Platten müssen wir die Rohre machen. Das heißt, das hier ist Blödsinn. Moment. Das heißt, den klemmen wir hier auch einmal ab. Wir brauchen hier diese Zenurit-Dinger. Na gut, das kann er jetzt halt fertig machen, wenn wir das hier rauskriegen. Oh mal, wie kann denn sowas passieren? Und hier müssen wir mal gucken. Wir brauchen das hier, das Blaue. Der läuft von hier, ne? Wie viele sind hier angeschlossen? 3 Stück. Okay, dann können wir von hier gar nicht mehr abzwangen. Allerdings ist hier alles sowieso voll bis zum geht nicht mehr. Würde trotzdem gerne. Wir haben das Ding hier ja komplett leer gelutscht. Wir nehmen von denen hier. Besser wäre das. So, wir müssten also quasi von hier. In der Mitte müssen wir später woanders hinstellen. Das geht so nicht. Da ist ja kaum noch Erz. Auch genau hier neben hochziehen. Ich brauche nur mehr von denen da. Definitiv. Der müsste erstmal bis hier. Den Zweier hatten wir aber noch. Zweier Fundament, oder? Nein? Natürlich nicht. Tju, genau deswegen will ich die Dinge auch automatisch. Also quasi auch hier hoch. Also müsste ich quasi den einmal weiterziehen. Bis dort erstmal. Der bringt uns nicht mehr. Hier sind ja kaum noch Ärzte. Der hier kann zumindest noch ein bisschen was abbauen. So, mein Freund, dann brech die einmal kurz ab. Mach erstmal den. Dann kannst du noch ein paar von denen herstellen. So, und wir nehmen. Wo ist er denn jetzt? Da, erstmal den. Bip, bip. Der müsste aber so rum. Nein! Falsche Taste. So, jetzt nochmal. So rum soll er. Er soll da ja rangehen, genau. Das müssen wir dann jetzt auch wieder komplett hier rüberziehen. Stell mal ein paar mehr her, mein Freund. Noch haben wir es nicht automatisch.
dann müsste ich auch einmal googeln. Das geht ja direkt hier neben, das heißt, hier kommt er an. Muss ja keine Kurve geben. Das Problem ist, es ist hier sehr, sehr beengt. Ich kann den hier zwar runter, gut, wir müssen hier so eine Kurve gehen, das geht nicht anders. Aber so lang kann ich ihn nicht machen, da ist der im Weg. Geht nicht anders, ne? Okay. So, dann zieh den mal. So, wie machen wir das am besten? So, lass mich da noch mal rauf. Warte mal, den einmal weg. Hier müsste einmal, das ist manchmal etwas umständlich. So eine Kurve rein. Wie weit muss ich da jetzt? Hier hin. Das heißt, hier müsste die nächste Kurve hin. Ein gerade. Und den darum. Genau. Da müsste hier noch ein Stückchen gerade übergehen. Geht ja nicht anders. Und hier bräuchten wir dann nochmal so ein Ding. Oh Gott, ja, der auch gleich fertig. Ah, das nutzt alles nichts. Den müssen wir denn so hinstellen, dass er dann hier runterkommt. Kann ja von hier nicht direkt eine Kurve und dann hier so. Geht ja nicht anders. So, dann zieh die zumindest schon bis dahin. So. Den müssen wir natürlich jetzt auch mal wieder runter. Das ist das, was ich meine. Ich kann hier keine Kurve ransetzen. Also, ich müsste den Ordner, auch wenn es ein bisschen doof aussieht, so ein bisschen rumschlängeln. Aber so in etwa soll das. Solange der da drin hat, pumpt er, glaube ich, nichts Neues rein. Das heißt, das, was hier drin ist, muss raus. Auf Fließband liegen, ne? So, nehmen wir die raus. Lobby, ja. Das hier muss auch raus. Damit der hier nichts Neues macht. So ein kurzes Fließband. So viel dürfte da nicht mehr liegen. So, der soll aber letztendlich das erzählen. So, und die dürfte den Rest verarbeiten. Jo, jetzt geht das andere rein. Das ist gut. Du musst das so, glaube ich, nicht weiterarbeiten, ne? Nein. Das heißt, das hier muss einmal raus. Das dürfte arbeiten. Genau, die brauchen wir nämlich. Die guten Röhrchen. Und da müssen wir dann doch nochmal ein Lager zwischenbauen. Und nochmal so ein Ding. Weil wir müssen die ganzen, da müsste ich jetzt einmal gucken. Ja, zu denen machen. Die brauchen Technostäbe, aber auch nochmal Kupferspulen. Die wiederum auch Technostäbe brauchen. Und dann würde ich sagen, wir machen erstmal den. So, das heißt, wir brauchen definitiv nochmal. Wo ist er? Da, so ein. So, das lüft zumindest jetzt. Da geht das Richtige rein. Jo. Hier müssen jetzt definitiv nochmal das gute Stück hin. So, zwei Lader. Das nur, weil ich mich einmal verguckt habe. Na gut, ein Lader. So, die Stäbe, die müssen jetzt hier reingehen. Damit er daraus schon mal. Die brauchen ja Stäbe und Drahtspulen. Schon mal Drahtspulen machen kann. So.
Einmal drin. Sogar noch auf Output. Ah, ich habe den Zwischenspeicher hier vergessen. Deswegen. Okay, aber eins nach dem anderen. Und dann müssen wir hier nochmal was neben aufbauen. Was denn nur Technumstäbe ist. Also kurz gesagt, müssen wir weiterlaufen lassen bis dahin. Hier müssen Drahtspulen ankommen. Hier müssen Technospulen hin. Nee. Falsch. Was tue ich denn da? Dann mache ich jetzt die Drahtspulen. Und hier müsste jetzt einer hin. Der Drahtspulen und Technostäbe haben. Und das, was da rauskommt, das muss hier ins Lager. So. Okay, aber eins nach dem anderen. Wir brauchen einmal den da. Muss ja einmal diese Platz schaffen. So. Der soll natürlich dazwischen. So, das holen wir jetzt den da ran. Lass die reinlaufen. Hier kommt ja natürlich auch noch mal einer ran. Man kann sowas ja mal vergessen. So. Na, setze. So, der muss natürlich auf Output. Genau, genau. Der macht die Dinger hier. Das müsste jetzt auch. Wie viele tief? Nicht hier in ein Lager laufen, sondern hier müsste dann auch mal ein Gerätchen ran. Und hier müsste erstmal ein Lager zwischen. Ja, ja. Dip di, dip di. Bau den einmal. Machen wir noch einer weg. Warte mal. Genau, dann brauchen wir jetzt. Warte mal, ein, zwei. Und hier muss ja auch hin. Drehlader. So, der eine Gummi hier ran. Der kommt definitiv da ran. So, können die zumindest schon mal ins Lager laufen? Genau. Das Lager hier ist zwar nicht verkehrt, aber da muss leider das Endprodukt rein. Mal ganz ehrlich sind. Das Endprodukt haben wir noch nicht, weil hier muss noch definitiv einmal so ein Dingsemumse mit zwischen. Der einmal aus dem und dann nochmal extra Stäben. Die denn da, das Endprodukt soll denn da rein. Das herstellt für den. Genau so. Und nicht anders. Wo ist er denn? Und noch eigentlich hergestellt. Hör mal zu, der Junge. Nein. So ist er. So, wir haben noch einen Lader über. Wir brauchen aber zwei. Der müsste noch rein theoretisch von hier. Dass zumindest schon mal das eine Produkt rein wird. So, weil der soll hier ja letztendlich aus den Kupferspulen die da herstellen. Da fehlen natürlich Stäbe. Genau, und das soll denn er letztendlich. Und hier ins Lager laufen, das Endprodukt. Das heißt, wir brauchen noch einmal den. Die hier müssen raus. Ah, wo
draußen was sehen? Nein, das habe ich jetzt weggebaut. Also man hat sich auch schneller verknickt, als er liegen lassen. Aber wie gesagt, der kann noch nichts reinliefern, weil er noch nichts produzieren kann. Aber im Großen und Ganzen müssen wir jetzt noch einmal eine ganze Spur hiervon, auch wenn das wahrscheinlich zu viel des Guten ist. Wir könnten hier auch abzwacken, wo das hier dafür etwas eng ist, aber würde rein theoretisch gehen. Wissen wir aber. Dank das Ding hier kriegen wir ja gar keine weitere Leitung lang. Die müssen dann auch noch mal eins zerkleinern und so weiter und so fort. Junge, Junge, Junge. Aber ist wie ein Satisfactory, ne? Nur, dass man ein Satisfactory irgendwie alles ein bisschen cooler und größer aussieht. Gut, aber kriegen wir alles hin. Dann sind wir trotzdem vor heute erstmal am Ende. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Wir machen hier morgen weiter. Muss man das nur ausschreiben. Ich kann leider nicht länger aufnehmen gerade. Festplatte ist gleich voll. Dass da noch unbedingt die Stäbe mit hin müssen, damit er automatisch unsere Stufe 2 Fließbänder macht. Doch alles ein bisschen beengt gebaut, ne? Aber das kriegen wir hin. Muss man nur was einfallen lassen, wie ich hier abzwacken kann. Ich hätte zwar ehrlich gesagt am liebsten eine zweite Leitung, das wird nichts. Und ich den auch ein bisschen vorsetzen könnte, kriegen wir vielleicht noch eine durch. Muss ich mal gucken. Da kommen wir das nächste Mal, weil er hat hier vorne ja schon abgebaut. Ich glaube, der ließe sich vorsetzen. Ne? Ja. Hier ist nur der eine angeschlossen. Das ließe sich machen. Machen wir den mal nächstes Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüssi!